Ja, begonnen haben wir im Jahre 2010 mit dem ersten Prototyp. Aktuell haben wir über 2000 Anlagen produziert und errichtet. Auch die welthöchste Anlage 2017 mit einer Nabenhöhe von 178 Meter bei einer Blattspitze von mehr als 240 Meter. Dieses Projekt ist ein besonderes Projekt, weil es eben von Anfang an eine sehr große Unterstützung der Gemeinde hatte, des Kreises hatte, der Menschen hier hatte, selbst die Stadtwerke sind beteiligt und deswegen alles viel schneller ging. Da, wo sie aber Bürgerinitiativen haben, die sagen, oh, nicht vor meiner Haustür, da dauert das eben so lange. Genau, und das sind ja insgesamt 9, glaube ich, betroffene Anwohner, ja, die so nah. 580. Naja, aber ich sag mal, die fehlende Aktion. Wo das Thema schon so lange bekannt ist, dass man sowas. Weil man hört ja die, hier von 1,5 Kilometer weg, hört man ja schon die Windräder, dass die sich drehen. Das hört man einfach. Man muss ja denken, wenn diese rundherum schon stören, wenn dann die Sonne kommt, man hat ja immer Schattenschlag. Ja, aber das wird ja hier 3 Kilometer fahren wir, sind halt 11. Was wir machen, ist, dass wir das Eigenkapital, was wir hier einbringen, von den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt einwerben. Das heißt, sie geben uns quasi ein Darlehen und wir geben ihnen einen festen Zins zurück. Und das sind manchmal 5%, manchmal 6%. Im Vergleich zu Zinsen, die sie heute auf der Bank haben, ist das natürlich sehr viel. Rotorblätter sind immer weiter erwachsen. Das ist auch immer die größere Herausforderung geworden. Wir haben immer gesagt, naja, das muss ja eigentlich mal Schluss sein. Bei 45 Meter, dann haben wir geglaubt, bei über 50 Meter ist Schluss. Und jetzt stellen wir fest, dass wir halt eben Blattlängen haben von weit über 80 Meter mittlerweile. Um die Anlagen leiser zu machen, also wir haben an den Blättern bestimmte, wir nennen die Dinosaurs, Lamellen, die dafür sorgen, dass die Verwirbelungen nicht so stark sind, dadurch ist die Geräuschreduktion vorhanden. Wir haben für die Umwelt was getan, dass Bat Recorder, also wenn Fledermäuse rumfliegen, dann schalten die Anlagen ab und auch Schattensensoren, sodass, wenn die Sonne aus einem bestimmten Winkel scheint, die Gebäude, die Häuser, die drumherum sind, nicht durch diesen Schatten sozusagen gestört werden.